Ich begrüße Sie zur Vorstellung meines Buches Humanoide Roboter – Showcase, Partner und Werkzeug. Einen schönen Gruß, auch von mir. Auch ich grüße Sie. Mit diesem einführenden Buch möchte ich Sie in die Welt der Robotik entführen, sodass Sie am Ende über die derzeitige Leistungsfähigkeit und die möglichen Einsatzgebiete bekannter humanoider Roboter im Bilde sind. Schauen wir mal ins Buch hinein. Im ersten Kapitel geht es um humanoide Roboter an sich, das heißt um Fragen wie: Was ist ein humanoider Roboter? Was kann er? Welche Arten humanoider Roboter gibt es und wie gehen wir Menschen mit ihnen um? Am Ende dieses ersten Kapitels werden Sie einen Überblick über humanoide Roboter gewonnen und zwei der bekanntesten im Handel verfügbaren Roboter näher kennengelernt haben. Den kleinen Roboter Nao und seinen großen Bruder Pepper. Das zweite Kapitel befasst sich mit der derzeit typischsten Nutzung humanoider Roboter, nämlich der zur Schaustellung. Neben der Darstellung verschiedener Showcase-Anwendungen, insbesondere für Pepper-Roboter, wird aber auch diskutiert, ob es denn wirklich eines Roboters bedarf, um öffentliches Interesse zu erwecken, oder ob es nicht auch anders geht. Denn eines wird in diesem Kapitel klar: Auch wenn humanoide Roboter noch keine Allrounder sind, sie sind mehr als nur Showcases, zum Beispiel Partner. Und genau darum geht es in Kapitel 3. Dort werden verschiedene Einsatzgebiete gezeigt, von der Pflege bis zum Finanzwesen. Anhand eines eigenen Projekts mit der hiesigen Sparkasse werden dabei zahlreiche Partneranwendungen für die Finanzwelt vorgestellt. Ein besonderer Bereich ist die von mir und meinem Team im Projekt HART untersuchte Hochschullehre. Diesem Bereich ist das vierte Kapitel gewidmet. Dazu beschreibe ich in einem kurzen Ausflug zunächst die Grundprinzipien der Lehre, um dann zu zeigen, dass nur in einer zeitgemäßen digitalen Lehre der Einsatz von humanoiden Robotern als Partner überhaupt sinnvoll ist. Anhand zweier Anwendungen, der Student Advisor App und unserer Classroom Application Package oder kurz CAP, zeige ich in diesem Kapitel, welcher Mehrwert durch den Einsatz eines Roboters wie Pepper im digitalen Lehralltag heute schon möglich ist. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Nutzung von humanoiden Robotern als Werkzeug in der Bildung. In diesem Kapitel geht es nicht um das Lernen mit Robotern, sondern um das Lernen an Robotern, speziell an Nao-Robotern. Makerspace heißt dieses Konzept, das in der heutigen Bildung eine immer größere Rolle spielt und das wir im Rahmen des Projekts Roboprax in die schulische Bildung bringen. Die Prinzipien und Komponenten von Roboprax mit seinem richtungsweisenden Robotikum bilden den Kern dieses Kapitels. Tja, und im letzten Kapitel befasse ich mich mit den zahlreichen Herausforderungen, die bei der Nutzung von Robotern entstehen, von der Logistik über die Programmierung bis hin zu rechtlichen Aspekten. Ziel des Buches ist es, eine breite Öffentlichkeit anzusprechen. Daher ist das Buch reich bebildert und durch wenige Fußnoten und Literaturhinweise nur am Ende der Kapitel, so hoffe ich, gut lesbar. Außerdem finden Sie im Buch zahlreiche QR-Codes und Kurz-URLs, sodass Sie zusätzliche Informationen oder Querverweise schnell erreichen können. Ich hoffe, dass ich mit diesem Buch einen kleinen Beitrag zu einem Thema leisten kann, das schon jetzt, unabhängig von Krisensituationen, eine wichtige Rolle in unserer digitalen Welt spielt. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schauen Sie mal ins Buch hinein.